ein Ladebildschirm. Den wir dann bestimmt irgendwann mal rausschneiden werden. Unreal Engine. Die Astronauts. Und herzlich willkommen zu einem Letztest, will ich nicht sagen, obwohl ich das darunter hier gerade ja also vorgestellt habe, sondern eher um einen kleinen Kauftipp. Und zwar The Vanishing of Ethan Carter, also das Verschwinden von Ethan Carter, ist ein Adventure-Spiel von dem polnischen Entwicklerstudio, die Astronauts. Das Spiel gibt es für PC und PS4 und für PS4, PlayStation 4 und ist natürlich wunderschön. Ich kann es euch leider nicht auf der kompletten Auflösung zeigen, weil die ganzen Hintergrundprogramme, die laufen, das macht leider mein Rechner nicht mit. Und dann ruckelt und zuckelt das und dann wären wir für dieses kleine Spiel hier Ewigkeiten unterwegs. Und dieser kleine Kauftipp soll eigentlich nicht länger als eine Viertelstunde bis 20 Minuten gehen. Deswegen werde ich mehr darüber bei einem neuen Spiel erzählen, liebe Freunde. Ach noch was, dieses kleine Spiel hier, das ist die Redux-Version und nutzt die Unreal 4-Technologie und später Super Sampling und künftig DirectX 12. Jawohl, das wollte ich noch sagen, bevor wir dieses kleine Spielchen starten. Ich gehe mal auf neues Spiel und dann schauen wir mal, was die nächste Viertelstunde bis 20 Minuten uns hier zeigen wird. Ja, ich habe es vorhin schon mal eingespielt, deswegen. Ich habe es bei Steam gekauft, ist gar nicht mal so teuer. Download-Link ist unten in der Beschreibung. Und ich gehe mal auf, ja, ein sehr schönes Spiel, liebe Freunde. Und jetzt bin ich gleich mal sehr, sehr ruhig. Ethan Carter, I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Und okay, liebe Freunde, ab jetzt können wir uns hier frei bewegen. Gucken Sie mal kurz um. Hallo, hallo. Wir gehen mal hier rüber und mal kurz etwas zur Handlung von diesem kleinen Spiel erklärt. Der Hauptcharakter Paul Prospero ist ein Detektiv mit übernatürlichen Fähigkeiten. Ach du Kacke, was war denn das? Ja, du mal fuhlen. Mal fuhlen, du Jedermann. Ich weiß, du musst du fuhlen, dann weißt du was. Halten. Okay, wir haben hier etwas. Wir gehen mal zurück. Ich will mal ganz schnell noch was darüber erzählen, über die kleine Handlung. Er bekommt einen Brief, was wir gerade gelesen haben, von dem jungen Ethan Carter. Darauf führt es ihn in die fiktionale Red Creek Valley, wo Ethans Familie lebt. Es dauert nicht lange, bis er herausfindet, dass der kleine Junge verschwunden ist. Daraufhin untersucht er die Stadt und entdeckt dabei die dunklen Seiten dieser ganzen kleinen Stadt hier, dieses ganz kleinen Viertels. Das alles ist ein Open-World-Spiel. Wir können es ja natürlich in dieser ganzen, also überall können wir uns hier frei bewegen.
Ja, was will ich noch dazu sagen? Ja, das ganze Spiel in einer Open-World-Umgebung, die der Spieler frei erkunden kann. Die übernatürlichen Kräfte von Paul benutzt man zum Beispiel, um wichtige Objekte zu finden und Mordgeschichten in der richtigen Reihenfolge zu bringen. Also Objekte wie diese hier können wir dann mit einem Mausklick untersuchen. Und dann können wir alles frei erkunden. Und wir gehen jetzt mal los und spielen das hier mal 10 bis 15 Minuten. Und wie gesagt, das ist eigentlich kein Let's-Test, sondern eher ein Kauftipp. Und vielleicht werde ich auch unter Kauftipp anbieten. Weil das ist wirklich ein sehr tolles Spiel mit einer fantastischen Grafik. Wir gehen jetzt mal hier lang und schauen uns einmal diese kleine, wunderschöne Waldumgebung an. Wenn jetzt irgendwelche Kannibalen kommen und irgendwelche Muschiklaus, dann kräfte ich mir eine Axt und schlag sie tot. Nein, ist ja nicht die Forest. Und dieses Spiel sieht wirklich sehr, sehr viel besser aus. Wir genießen mal kurz diese kleine Aussicht hier. Dieses Spiel läuft auf mittlerer Auflösung, weil alles, was jetzt höher ist, bringt das Spiel dann so dermaßen zum Ruckeln durch die Hinterprogramme, die laufen. Das ist nicht mehr normal. Jetzt ist schon ein kleiner Wischeffekt zu sehen, aber auch bloß, weil, wie gesagt, im Hintergrund aufläuft. Auf der PS4 läuft natürlich sehr viel flüssiger drin. Oder auf einem sehr, sehr guten PC. Wir laufen jetzt einfach mal hier hinter. Vielleicht finden wir dort irgendwas, was uns sehr, sehr glücklich machen wird. Vielleicht einen Stock. Wir nehmen einen Stock und sind sehr, sehr glücklich damit. So, mit Shift kann man rennen. Also ich spiele das alles mit Tastatur und Maus. Aber ich glaube, wir gehen mal rauf. Weil wo ich anspielte, bin ich auch oben lang gelaufen. Und habe da noch ein bisschen Kleinigkeiten gefunden, die eigentlich... Was war das? Da war eine Falle. Ich habe noch keine so große Ahnung, was das alles so bedeutet, weil ich habe es vorerst erst bei Steam gekauft. Und mal ganz kurz angespielt und gedacht, ey Mann, das ist ja ein so geiles Spiel. Die Grafik ist wirklich der Hammer. Und wer eine PS4 hat, sollte sich dieses Spiel für gar nicht mal teuer Geld kaufen. Es ist ein ruhiges Spiel, ohne sehr große Actionsequenzen. Jetzt laufen wir mal über diese Brücke. Diese Brücke hat Haarausfall. Nein, sie hat Schuppen. Seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. Ich lasse es mal kurz zu. This would be my last one. Already I knew that. Das sieht doch voll geil aus. Ach nee, da redet ihr gerade mal. Das sieht doch voll... Ach, die Grafik finde ich so schön von diesem Spiel. Und es ist eigentlich nichts weiter als ein Adventure, wo man halt hin und her läuft und Sachen suchen, finden, tun muss. Jo. Und es wird auch unter Horror-Adventure eigentlich geführt. Warum, habe ich leider noch nicht rausgefunden. Wie gesagt, erst gekauft und ich gedacht, ich zeige es euch mal kurz. Und alles, was ich darüber weiß, also wer mehr darüber wissen will, das steht alles unten in den Beschreibungen. Ah, das ist also, aha, das ist das. Das sind alles so kleine Stücke, die langfallen. Langfliegen durch den Wind. Wie gesagt, das ist die Redux-Version, die es jetzt bei Steam gibt, für günstig Geld. Leute, kauft euch dieses Spiel, es ist wirklich sehr, sehr schön. Und es macht ja wirklich, wirklich sehr viel Laune. Und wir rennen. Los, Hetze nach vorne, Hetze, Hetze nach vorne. Ja, auch, Entschuldigung, dass es ein bisschen ruckelt. Und wir gucken uns jetzt das hier mal an. Untersuchen. Untersuchen. Jetzt. Blut, Tier, Mensch. Unfall, Mord.
Kurbelwelle. Frische Kratzer kürzlich benutzt. Kurbel, 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 Kurbel. Hä? Das fügt sich dann. Ach du Kacke. Halten. Mhm. Okay, diese Kurbel liegt am Strand. Okay. Betreten. Wir gehen mal kurz hier rein in diesen kleinen Wagen. Können bestimmt noch nichts machen, sag ich doch. Wir laufen jetzt mal etwas schneller und gehen mal hier die Gleise entlang. Entschuldigung, dass etwas ruckelt, aber mein Rechner ist schon sehr alt. Und es läuft uns auf mittlerer Auflösung. Untersuchen. Zerschnittene Fesseln. Aufgeschnürt. Zerschnittene Fesseln. Gebunden. Kein Blut. Seil. Oh. Oh. Rest der Leiche. Blutspur. Opfer, weggezerrt, weggekrochen, abgetrennte Beine. Ja, grausam. Also, das Spiel sieht wirklich schon sehr, sehr schön aus. Untersuchen. Benzin, Diesel fallen gelassen in Eile. Kanister. Vertrocknetes Gras, vertrocknetes Gras. Rechteckig, 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 rechteckig. Lok von der Brücke. Lok. Wie jetzt? Soll ich das alles hier auf einen Nenner bringen? Es wird kleiner. Es wird sehr viel kleiner. Es wird größer. Ah. Look. Ich glaube, es handelt sich hier um einen Mord. Okay. Das ist ein faszinierendes Spiel, liebe Freunde. Wenn man einen sehr guten Rechner hat, läuft es auch flüssig. Sorry. Okay, also müssen die Lok dann richtig kombiniert, müssen die Lok hier dann halten, aber jetzt brauchen wir erstmal Blutspur. Diese Blutspur nachgehen und untersuchen. Blut, Blut von Beinen, Blut von gebrochener Schädel. Todesursache, Blutverlust, Kopftrauma, Berührung. Okay, wir wissen noch nichts darüber. Ja. Sorry, aber ich weiß, dass die Kugel hier unten liegt. Und ich möchte euch bloß mal
eine ganz kurze Einführung in dieses Spiel geben? Es ist einfach nur ein fantastisches Spiel. Aus unserer Vision haben wir jetzt diese Kurbel. Jetzt holen wir mal die kleine Look. Die Bibi Luxberg. Okay. So, gehen wir rauf und schauen mal etwas weiter. Also ich spreche nur so leise, weil ich denke, dass es die Atmosphäre dieses wirklich beeindruckenden Spiels widerspiegelt. Deswegen möchte ich nicht irgendwelche dummen Witze machen oder irgendwie lauter reden. Ich finde es sehr, sehr spannend und grafisch sehr, sehr gut. Die Grafik ist wirklich sehr gut. Also dieses Spiel würde bei mir, bei Metacritic oder irgendwo 9 von 10 Punkte bekommen. Es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Spiel. Und ich glaube, es hat auch wirklich, wie unten in der Beschreibung zu lesen ist, sehr, sehr gute Kritiken überall bekommen. Und wir müssen die Maus drücken. Und wir ziehen unsere kleine Lokomotive auf. Bernd, der Lokomotivenführer, steigt ein. Und wir fahren natürlich zurück. Wir müssen zu diesem Baum, wo diese Leiche lag. Vielleicht werden wir in diesen 10 Minuten noch etwas davon erfahren. Boah, das ist diese Lok. Hey, da ist doch was. Wir steigen mal aus. Hat doch Gott was geblinkt. Oder täusche ich mich? Ach ja. Under. Under Construction. Betreten abgetrennte Beine. Kanister. Aber Freunde, wisst ihr was? Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, werde ich dieses Spiel gerne für euch let's playen, aber leider bloß in dieser ruckligen Grafik. Ich mache die Grafik dann auf ganz niedrig, was aber ich glaube irgendwo den Reiz nimmt von diesem Spiel. Aber dies sollte eigentlich nur ein kleiner Kauftipp sein. Freunde, kauft euch dieses Spiel, es ist wirklich wunderschön. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann bis später. Wenn ihr wollt das Let's Play, dann mache ich das gern. Aber es waren leider 20.000 bis 30.000 Folgen. Okay, schreibt es in die Kommentare. Dann danke fürs Zuschauen und bis später, liebe Freunde. Ciao. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. I'd work dozens of cases, hundreds. This would be my last one. No! 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 You can feel it, right? Something coming from the Vandegrift house. Ethan disturbed the sleeper. He must be punished. You're crazy. You've all gone crazy. Where's my mother? Why are you standing in the sleeper's way? Get off of him! He's your brother! Get off of him! Where's Ethan, goddammit? Talk to me! We all have to die. Even you. Even me.